Ja gut, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play. Was machst du da auf dem Boden? Es sieht voll witzig aus. Mach das nochmal, es sieht voll witzig aus. Mach das nochmal. Nein, nicht hier. Du kannst doch nicht einsteigen, das Ding liegt immer noch auf der Seite, ey. Bringt auch nicht viel. Ja, wärst du nicht so scheiße mit den Gefahren, naja, das ist aber gar nicht passiert. Sorry. Ich wollte nicht mit beiden umkippen, das war aus Versehen, okay? Oh Mann, ich hole mal kurz den Traktor, den letzten, den wir noch haben. Ah ne, wir haben sogar noch einen guten. Aber der muss leider gerade eben ackern, also tut mir leid, ich muss den alten nehmen. Oh nee, weil da kommst du eine Stunde mit dem. Ja, dann bist du aber schon mit. Wenn du mich umdrehen musst und ich selber auch noch umdrehen musst, ist nicht mein Problem, oder? Aha. Ich bin jeden Tag nur an deiner Rettung, weißt du? Jeden Tag rette ich nur dich. Du hast vorhin zu mir gesagt, komm, wir drehen den nochmal um. Da habe ich mir gedacht, ja, dann bin ich auch mal so asozial wie du. Ich hab dich doch gar nicht umgedreht. Sag grad, du wolltest mich umdrehen. Nein. Aber eigentlich hätte ich niemals umdrehen können. Komm, du bist viel schwerer als ich. Also der Traktor. Der Traktor. Ich meine den Traktor. So. Ich hab schon gedacht. Wir wissen das. Ich würde sie doch niemals beleidigen, mein Herr. So. Also ich weiß nicht, dass du deine 2 Tonnen auf die Waage bringst. Das kann ich gerade nicht machen. Ja, tut mir leid, die Waage bringt manchmal schon zusammen, wenn ich drauf gehe. Das ist einfach so. Ich verstehe. Das ist echt schwer, Schicksal, wenn du so schwer bist. Glaub mir, ess nie zu viel Snickers. Geht nicht klar. Damals zu viel gezockt, zu viel Snickers gegessen. Hängt doch an mir dran, weißt du. Ist einfach so. So. Oh Mann, ey. Habe ich hier irgendwo so ein Radio im Traktor vielleicht? Weil es ja mal abwechslungsreicher als hier ohne Traktor rum zu cruisen. Oh Mann. Ey, was ist eigentlich für eine Anzeige da im Traktor? Das sind keine Zahlen drauf, aber die bewegt sich trotzdem. Sind es die Umdrehungen oder die km/h? Ich weiß gar nicht. Ist mir auch egal. Also Temperatur kann es ja nicht sein, weil Temperatur wird nicht so schnell hochgehen. Und zu schwanken auf jeden Fall. War das sogar in den Traktor, oder? Ey, ohne Witz, ich sag dir, wenn du jetzt aufstehst, den hier noch umwirfst und dann dich wieder umdrehst, kannst du dich selber retten. Sack. Ja, könnten wir einrichten. So, bin gleich da. Oh mein Gott, so eine enge Brücke drüber fahren, vorbei am Wasser, muss ein Schild um. Was? Ach so, was ein? Oh, wir haben 30% Steigung, cool. Wow, ich fahre gerade mit. Hier laufen ja Menschen rum, krass. Ich dachte, die Stadt ist tot. Hey, was machen die? Laufen hier einfach irgendwo rum? Alles klar bei denen. Hä? Hier wär mal ein Gehweg nicht schlecht gewesen, glaube ich. So. Hey, wenn es voll warm wurde mit dem Traktor, gell, dann solltest du aussteigen. Klar? Warum? Ich bin... Du bist doch so ein Arschloch, weißt du das? Ich dachte schon, Alter. Ich dachte, du hast zurückgesetzt. Ich dachte, du hast dich zurückgesetzt, Alter. Ich hätte dich umgebracht. Weil ich habe dich auf der Karte erst nicht gesehen gerade eben. Ey, ohne Witz. Soll ich den umdrehen? Mal gucken. Juhu! Der Retter in hellgrün bis kotzgrün. Jetzt hör aber. Also jetzt ist Schluss. Also irgendwo. Nein! Nein! Ja! Ah! Nein! Du Schwein! Nein! Hör auf, Alter! Nein, nicht ins Wasser! Nicht ins Wasser! Och Mann! Du Sack, Alter. Nein, Baum!
Ah, Alter, nee. Nicht dein Ernst. Nicht nur. Alter, nee, nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Ich will nicht. Nein! Nein! Lern schwimmen! Naja, Alter, pass auf ins Wasser, komm. Ja, das habe ich gewollt. Oh ja! Nein, du kommst wieder. Ich fahr mal in den Tunnel. Komm ich da durch? Tunnel, helf mir! Tunnel! Nein, es kommt! War so klar! Es war so klar, dass ich bei der Wand sein muss! Nein, das tust du nicht! Ich bin schwerer als du! Oh. Du hast keine Chance jetzt mehr, Alter! Scheiße, ja, okay, jetzt komm, jetzt haben wir genug Spaß! Ja, ich hatte keinen Spaß, du hattest Spaß, alles klar! Jetzt soll ich nur sagen, jetzt verkauf mir. Ja, das war eigentlich gerade eben nur eine Spaßfolge eigentlich. Bei uns jetzt bald aus, unsere Material ausgeht. Du Drecksack, du Blöder. Er kommt schon wieder, oder? Nee, ich dachte, kommst du schon wieder angefahren und willst mich umboxen. Ja, nächste Folge wird auch nichts Besseres kommen. Wenn du mich nicht arbeiten lässt. Nee, jetzt komm. Machen wir wieder. Ich muss einmal wieder zurückfahren, weißt du, mit beiden Traktoren. Mann. So. Ja, aber wir können uns das erlauben, unser Kontostand ist jetzt 71.000. Also ich hab auch vorhin 7.000 davon gemacht, also klar. War nur wegen mir das ganze Geld. Du hast vorhin eigentlich gar nichts gemacht. Ich hab vorhin 6.700 Liter. Ja. Habe ich vorhin verkauft und da kam mindestens 7.000 Euro raus. Ja, das Weizen. Kann sein, weil uns mein Konto ist so groß. Ich mache es einfach gar nicht mehr. 7.000 Euro. Alles klar. Da hast du ja genug Geld, um mir bald mal ein schönes mir bald mal was Schönes zu kaufen, oder? Können wir schon anrichten, was möchtest? Weiß ich gerade eben gar nicht. Möchtest du einen Träger, der nicht im Kopf fliegt? Nein, keinen Träger, das brauche ich noch gar nicht. Hätte ich eh nicht bekommen. Ich schaue ja gerade bei Mähwerken, brauche ich aber auch nicht. Auch nicht. Obwohl, wir könnten theoretisch schon anfangen, Silage zu machen, ne? Ja, wenn du das unbedingt mit dem kleinen Mähwerk machen willst. Ja, gerne doch. Ja, dann machst du jetzt nächste Folge Silage, oder? Ja, dann kaufen wir nächste Folge auf jeden Fall einen Ladewagen und ein kleines Mähwerk. Also ein kleiner Ladewagen. Ein kleinen Ladewagen und ein kleines Mähwerk. Also zumindest den 13.000er Mähwerk. Nicht dieses winzige kleine Mähwerk. Kann man dem eigentlich was einsammeln mit diesem ersten? Ich habe nur zu einer Seite rüber, gell? Ja. Ich glaube, da kann ich gar nichts einsammeln damit. Ja, ich brauche schon das mittlere. So. Ja, aber das sehen wir halt noch. Weil ja, das eigentlich. Nein, eigentlich kriegst du nichts, weil du kannst ja noch mit der Hand mähen. Alles klar, ich hab eine Schere, weißt du? Geht auch, oder? Ja, eine Nadelschere bekommst du. Alles klar. Muss mal kurz schauen, warte mal. Aber eine Folge machen wir, wenn wir Stromballer hätten, dann bauen wir so Tore auf und dann machen wir Traktorfußball. Ja, genau! Also wenn wir Strohballen haben, den Vorhof bauen und so einen Strohballen als Fußball lassen, oder? Als Strohballen. Ja. Alter, das können wir mal auf. Ballenboxen. Alter, schon geil, gell? Komm mal. Also, irgendwann mal zur 100. Folge, das machen wir mal so ein richtiges Traktorboxing-Event. So. Okay, zum Glück ist vom von dir aus im Hof nicht allzu weit. Ja. Kann ich vielleicht den anderen Traktor zurücksetzen, der bei dir noch liegt, weil ich habe keinen Bock, den jetzt extra abzuholen, wenn ich ehrlich bin. Kannst du? Können Sie das tun? Mr. Bond, können Sie das tun? Nur wenn du ein kleines bisschen singst für mich. Kommt gar nicht in die Frage.
Meine Stimmbänder. Meine Stimmbänder sind schon so ausgereizt heute. Da könnte, wenn ich das singen würde, würde erst der Spiegel zu brechen, dann meine Singbänder, da würde meine Stimmbänder reißen und dann würde dein Trommelfell platzen. Kann ein Trommelfell platzen? Ich glaube, es kann nur reißen, gell? Platzt mir aber auch mal ganz witzig. Stell mir vor, durch dein Trommelfell platzt so. Das Einzige, was du in deinem Leben Krise hast, war dein Schließmuskel. Nein? Mm-mm. Mm-mm. Nicht nur der Schließmuskel. Nicht nur der. Ich hab damals habe ich in der Schule immer Papier zerrissen. Weißt du? Was? Ich hab damals immer Papier zerrissen. Hey, da war gerade eben Schmetterling. A Butterling. A Butterfly. Alter, ich bin so krass. Alter, ich hab grad eben. Boah. Ich hab grad eben meinen Kopf zu 180 Grad gedreht. Ich bin brutal, Alter. Hä? Warte mal, ich dreh grad meinen Kopf 180 Grad? Alter 104.000. Alter. Ich bin eine Eule, ich schwör. Ich werde eben meinen Kopf einmal rumgedreht. So. Hey, was hast du gerade eben verkauft? Hast du gerade das Baumstamm ins Wasser geworfen? Mhm. Na gut, wenn man das so schnell Geld machen kann, dann kaufen sie mir doch einfach jetzt mal einen Frontlader. Und dann kann ich auch machen. Aber nee. Weißt du, immer nächste Folge dann Silage? Dann kaufst du dir irgendwann mal eine Schaufel als Aufsatz und dann machen wir das große Geld mit Silage, okay? Ja. Also natürlich machst du Holz weiterhin, weil wir können jetzt nicht ausschließlich von Silage leben. Das ist klar. Ja, ja. So, ich stelle mal kurz den Anhänger wieder hin. Nehme mal kurz den Traktor. Ah, du schon zurückgesetzt. Gut, bin stolz auf dich. Ja. Theoretisch können wir bald mal kurz alle Lager lernen. Also Zuckerrüben, Kartoffeln. Alles halt. Mal kurz lernen. Mal gucken, was wir halt rauskriegen. Wird nicht viel sein bei Zuckerrüben und Kartoffeln, aber bei Hackschnitzel zum Beispiel wird schon einiges rauskommen, glaube ich. Doch, bei Hackschnitzel ja, aber Hackschnitzel ist zu viel für Aufwand. Ja, nee, aber wir haben ja noch 8000 im Lager. Ich kann mit meinem kleinen. Ist so, ja, muss ich meinen Träger halt ausmachen. Oder ich mach das. Ja, ich kann es auch kurz machen. Ich habe jetzt nach der nächsten Folge ähnlich viel zu tun. Schau mal nach. Wir haben jetzt eh noch ein paar Minuten Zeit. Hey, wir sind doch jetzt fertig. Sind wir fertig? Weiß gar nicht. Vorhin war es 8 ja, Minuten schon. Halt. Ja, jetzt mach fertig. Das ist klar. Als ich mach das. Ja, mach du das. Also es war einfach nur schön, dass ihr hier wart, ihr Pisser. Ich hoffe, dass ihr morgen wiederkommt. Ciao. Ciao mit V. Auf jeden Fall. Nee, ciao mit Y. So. Oder was meinst du? Ciao mit Y ist schon möglich, oder? Ja. Dann ciao.